versucht dich hinterrücks einfach über den Haufen zu rennen, zu schießen oder zu schlagen oder was auch immer. Und vor allem auf Hügel aufpassen, dass da nicht irgendwo irgendjemand liegt und Lootplätze absnipet. Weil das machen Leute auch ganz gerne, sich einfach mal auf den Hügel legen und dann irgendwo auf Städte zielen und versuchen dann irgendwie Leute abzuballern, die versuchen irgendwie Sachen zu looten. So, bin ich jetzt eigentlich auf dem richtigen Weg? Schauen wir noch mal kurz. Muss ein bisschen weiter links, aber als allererstes hier am Wasser vorbei. Okay. Das müsste eigentlich da hinten irgendwo sein. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wenn das so eine Real-Life-Situation wäre. Das ganz alleine, auf sich allein gestellt, weiß nicht, ob man jemandem vertrauen kann, wenn man einen sieht. Jeder ballert auf einen. Und vor allem nur noch diese Situation, dass man dann zwischen Zombies umher, ja, schleichen muss, um Angst haben muss, dass die einen attackieren oder nicht. Könnte ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Aber ich kann mir eh eigentlich nicht vorstellen, dass mal eine Zombie-Apokalypse passieren würde. Ich glaube, da ist die Welt doch mittlerweile gut genug ausgerüstet und hat genügend Filme gesehen, damit die sowas zu verhindern wissen. Okay, komme ich jetzt hier runter? Wahrscheinlich nicht. Na super. Boah, muss ich ja auch links an dem Ding vorbeilaufen. Ich hoffe mal, hier ist nirgendwo einer. Vor allem hoffe ich mal, dass in der Safe Zone niemand ist. Oder vor der Safe Zone. Weil das wird dann auch immer ein lustiges Abgekämpfe, weil jeder Angst hat, von dem anderen erschossen zu werden. Und dann einfach in der Safe Zone drin bleibt. Und sich dann wahrscheinlich auch noch denkt, so ja, jetzt habe ich schon gewartet, jetzt kann ich noch abballern, wenn der wegrennt. Auch schon oft genug gesehen. Puh. Hier ist auch nichts. Ah, hier komme ich wenigstens runter. Muss ich gucken, dass ich wieder ganz schnell von den Straßen wegkomme. Müsste also quasi da hinten irgendwo sein. Ich weiß ja nicht, ich laufe lieber querfeldein, als dass ich dann irgendwie an der Straße entlang laufe oder so. Weil da denke ich dann doch eher, dass Leute eher an der Straße entlang laufen, um sich zu orientieren. Von daher, da ich nicht wirklich gerne Leute sehen möchte hier, versuche ich Straßen zu vermeiden. Naja. Aber irgendwann werde ich dann wahrscheinlich auch mal gucken, dass ich hier mit ein paar Freunden spielen werde, dass wir mal ein Team machen und uns dann durch eine City kämpfen, also durch eine Stadt kämpfen und da Loot finden und versuchen zu überleben. Vor allem uns gegenseitig Backup geben, was ja auch so die Hauptsache ist eigentlich. Weil das ist eigentlich doch relativ lustig, muss ich sagen. Wenn man sich dann mit einer Gruppe von drei, vier Leuten durch die Gegend kämpft und dann jemanden entdeckt, dann denen zu handeln, ist doch ganz lustig. Oder sich gegen andere Teams zu behaupten. Müsste ich ja bald da sein. Dann müsste ich jetzt erstmal hier über eine Straße drüber laufen. Fuck, Sniper.
auf was auch immer er schießt. Ich hoffe mal nicht auf mich. Puh. Mann, Mann, Mann. Die Knarre ist laut. Schnell hier über den Berg. Dass er keine Chance hat, mich zu erwischen. Ah. Puh, da ist mein Herz ein wenig gesprungen. Ich hoffe mal, er hat nicht auf mich geschossen und mich gesehen. Weil das wäre ein wenig doof. So, jetzt muss ich eigentlich immer nur noch geradeaus. Ich hoffe mal, hier campt echt keiner die Safe Zone ab. Weil das wäre echt nervend. Und wenn einer die Safe Zone abkämmt, dann hoffe ich wirklich inständig, dass ich den irgendwie von hinten, von der Seite oder irgendwie erwische, dass der nicht auf mich schießen kann. Vor allem hoffe ich mal, dass ich jetzt von hinten nicht abgeballert werden kann von dem Sniper. Mal ganz schnell hier hinter einen Baum laufen, dass man nicht so schnell entdeckt wird. Generell so ein bisschen gucken, dass man versteckt läuft. Dass man nicht so leicht entdeckt wird. Haben wir jetzt eigentlich 1.48 Uhr. Es hat ja eigentlich mal gehießen, dass alle 4 Stunden ein Tag-Nacht-Wechsel stattfinden soll, soweit ich weiß. Aber ob das auch wirklich stimmt? Weil in der letzten Folge habe ich ja eigentlich nur nachts übergespielt. Gut, war zwar auf 2 verschiedenen Servern, aber trotzdem. Und hier an so Bäumen campen auch gerne mal Leute. Weil man wirklich sehr, sehr schlecht sehen kann, was da drin ist. Wenn da jetzt einer liegen würde, würde ich den wahrscheinlich sehr, sehr schlecht sehen. Also wenn jetzt hier einer in der Nähe ist, der mich nicht sieht, nicht hört, wäre das schon sehr nice. Ich ihn quasi von hinten irgendwie auflauern könnte. So, da vorne ist auch schon die Safe Zone. Bis jetzt ist mir nichts aufgefallen, dass irgendwo irgendein Spieler ist. Glücklicherweise. Ich hoffe echt, dass die Safe Zone nicht abgekämpft wird. Jetzt eigentlich jeden Moment anfangen, die Safe Zone. Aber wenn da jetzt einer mit der Sniper unter dem Baum liegt, habe ich kein... Da hinten ist einer. Da. Oder? Da war er doch gerade eben, ne? Ah, das habe ich...
Auf was schießt der? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist der hin? Vor allem, wie komme ich jetzt da hoch, ohne von ihm erwischt zu werden? Ich müsste ja theoretisch da hinten rum irgendwie laufen. Okay, da sind welche in der Nähe mit dem grünen Chat und schreiben miteinander. Vielleicht habe ich Glück und die lenken sich gerade gegenseitig ab. Ah, ich bin in der Safe Zone drin. Ah, sehr schön. Hier kann man mich jetzt nicht mehr abballern. Da drüben ist er. Das kann ich auch nicht mehr ranzoomen. In der Safe Zone kann man nämlich nicht ranzoomen. Ich würde ihn jetzt schon gerne abballern, aber ich habe keine Lust, meine Waffe zu riskieren. Vor allem aus einer Safe Zone rauszurennen zu einem, der da liegt und schon schießbereit ist, ist, glaube ich, ein bisschen ungünstig. Naja, wir gehen jetzt erstmal hier in die Safe Zone rein, in Deckung. Ich weiß zwar, dass man nicht wirklich reinlaufen muss, aber naja. Oh, da ist ja einer. Hallo. Naja, so, dann loggen wir uns mal kurz aus. No. Loggen wir uns kurz aus. Ja, ich bin mir sicher. Dann kann ich euch auch mal zeigen, wie das Inventar aussieht. Oder kann ich hier auch auf das Inventar zugreifen? Ich glaube nicht, ne? Muss ich dann gleich mal ausprobieren, wenn ich wieder auf dem Server drauf bin. Ja, vor allem Disconnecting Soon. Da hat doch gerade eben noch runtergezählt. Ah, jetzt. Und vor allem die Musik, die nervt. Oh, ich habe einen schönen Totenkopf auf. Inventory. So, die Waffe, die hatte ich schon. So, jetzt habe ich noch eine zweite Shotgun im Inventar. Kann ich auch stapeln? Nein. Da sind 8 Schuss drin, da sind 5 Schuss drin. Da habe ich 7 Schuss und hier habe ich 5 Schuss. So. Ich habe ein Small Backpack. Habe ich sonst noch irgendwas? Ah, Flashlight. Aber die packe ich nicht ein, weil ich habe hier schon eine andere Waffe. Was zu essen? Bandages habe ich noch 10 Stück. Ich brauche, glaube ich, Bandages, um meinen Schaden wegzukriegen. Oder brauche ich da Painkiller? Probieren wir einfach mal aus. So, hat er jetzt alle 10 oder versucht er jetzt einen einzigen rüber zu kopieren? Ah, ne, ich habe ja hier 6 Stück. Ah, brauche ich ja gar nicht. Ich habe ja aufgehoben. Sowas aber auch. One moment. Dauert aber ganz schön lange. Ah, er hat versucht, eins noch rüber. Dass das so lange dauert. So. Die Hüte noch rüber. Wo packt er die rein? Hier. Oder den Hut, eher gesagt. Die Maske lasse ich mal an. Das Essen. Habe ich 5 Pasta, Instant Oatmeals. Packe ich mal rüber. Ich habe noch 4 Pasta. Das packe ich noch rüber. Das Trinken lasse ich mal hier. Bandages brauche ich, glaube ich, auch nicht so viel.